Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Ich bin Saxuro und das ist mein Praktikumsbericht als Zeitungsfotograf aus Bremen, Woche 22. Diese Woche ist etwas kürzer. Also, dann kommen wir doch mal zum Montag. Der startete leider verregnet und nass mit neuen Autofotos mit Oliver. Wir hatten diesmal einen VW California, einen aus der Nutzfahrzeugreihe, der ausgebaut ist als Camper. Mit dem wollten wir halt quasi Fotos machen. Eigentlich an der Weser bei einem offiziellen Campingplatz. Leider war am Campingplatz 1 niemand da. Wir konnten keinen erreichen, ob wir da Fotos machen durften. Heißt, wir sind weitergefahren. Campingplatz 2. Der war jetzt leider nicht so schön und es hat immer mehr geregnet. Als wir am Campingplatz 1 ankamen, war es noch trocken. Aber grau schon. Am Campingplatz 2 angekommen, hat es in Strömen geregnet und der war auch nicht schön. Wir sind weitergefahren zu Campingplatz 3. Der war dann wieder auch an der Weser. Der war wieder schön, aber da durften wir dann uns nicht hinstellen, weil angeblich kein Platz frei war. Wir hatten aber eine Wiese gesehen, die perfekt dafür wäre, aber die wollten nicht. Die wollten nicht, dass wir uns da hinstellen. So, sind wir wieder weitergefahren. Schon ein bisschen schlechte Laune wegen dem Wetter, weil war komplett verregnet. Und dann haben wir einen Campingplatz gefunden in Bremen, in der Nähe der Uni. Und da durften wir auch dann Fotos machen. Jetzt leider keine Weser in der Nähe, kein Wasser in der Nähe, obwohl ein See in der Nähe ist. Der war aber nicht in Fotoreichweite. Genau, aber da haben wir dann die Fotos gemacht, da war es auch wieder trocken. Wir hatten auch kurz Sonne gehabt, also es war echt Wunder oder glücklich, dass der Zufall, dass genau dann, als wir da ankamen, dann die Sonne schien. Und wir hatten dann den Wagen so ein bisschen testen können. Einmal die Liegefläche ausprobieren, etc., die kleinen Details. Das habe ich einmal alles fotografiert. Das ging dann auch so 1, 2, 3 Stunden. Dann waren wir durch. Also quasi mit den ganzen ersten Plätze suchen, durch die Gegend fahren und hin und her. Dann waren wir fertig. Er hat mich wieder hier rausgeschmissen und ich habe dann quasi das Ganze ein bisschen sortiert, ein bisschen Orga gemacht, dass die Bilder quasi alle kopiert werden, gesichert werden. Dann einmal eine Vorauswahl an ihn geschickt per Link, welche quasi möglich wären. Ja, dann habe ich noch ein paar Mails gemacht und noch ein paar andere Bilder bearbeitet, ein bisschen Orga und ein bisschen recherchiert und nachgeguckt, was könnte so die nächste Zeit gemacht werden. Da ist mir dann auch auf einmal aufgefallen und klar geworden, hey, ich bin nicht mehr viele Tage hier im Praktikum, weil jetzt auch noch quasi meine 15 Tage Urlaub anstehen und ich immer noch 1, 2, 3 Tage Überstunden frei habe, bin ich nicht mehr lange hier im Praktikum und dann ist mir klar geworden, okay, ich habe jetzt 11 Reportagen fertig. Wenn ich wirklich 12 schaffen möchte, was halt nett wäre, was gut wäre, aber jetzt kein Muss, weil Minimum habe ich schon erfüllt, aber es wäre schön, ein schöner runder Abschluss 12 zu schaffen, ist nicht mehr viel Zeit dafür. Also habe ich mir Gedanken drüber gemacht. Ich könnte so eine aus dem Ärmel schütteln, die easy wäre, aber naja, dazu kommen wir gleich. Am Dienstag, da habe ich dann auch erstmal so ein bisschen Mails gemacht, Orga, und das war noch so Anstand. Aber dann habe ich quasi den restlichen Tag quasi mir freigenommen, wegen dem Samstag, den ich gearbeitet habe, wegen der Showreiter-Reportage. Zu der kommen wir jetzt auch gleich am Mittwoch. Da hatte ich am Dienstag noch alles vorbereitet, damit ich es ausdrucken kann. Genau, da habe ich es auch ausgedruckt. Also schon mal eine kleine Vorauswahl getroffen, ausgedruckt, leicht bearbeitet, kleine Adjustments getroffen, die Helligkeit angepasst und war dann um 10 im Druckhaus, im Pressehaus, habe die ausgedruckt und habe die quasi der Kollegin gezeigt, mit der ich dort war. Wir haben nochmal darüber gesprochen, welche Bilder quasi so in die engere Auswahl kommen, welche 20 Bilder, und mit denen bin ich dann quasi, dann sind wir dann so verblieben. Das war ein gutes Gespräch. Dann war quasi für mich der Zeitpunkt dann des Tages dann zu Ende. Also so quasi ein paar Stunden habe ich halt gearbeitet und den Rest dann freigemacht wegen Überstunden. Mittwoch. Mittwoch ging diesmal ein bisschen später los als üblich, um 12 Uhr. Das grüne Sofa-Treffen mit meinem Chef. Da habe ich ihm quasi die Bilder gezeigt, die 18 Stück von der Showreiter-Reportage. Und die haben wir wieder hingehangen und haben wir darüber gesprochen. Er fand die witzig und gut. Waren sehr viele Hochformate dabei, wie er es gerne mal wollte, dass mal ganz schön viele Hochformate genutzt werden und nicht nur Querformate, wie so üblich von den meisten Studenten.
dadurch, dass ich ja eh viel für Instagram und so mache und Co. und für Social Media, ist halt eigentlich mein normaler Werdegang in der Fotografie viel hochkant. Was ich aber bisher bei der Zeitung genau das Gegenteil gemacht habe. Ich dachte, ich probiere mal ein bisschen mehr Querformat aus. Aber bei der Reportage habe ich wieder schön die Kamera hochkant gehalten. Genau, das war das soweit. Er fand die Bilder gut. Ich sollte damit dann zum Grafiker gehen. Habe das auch gemacht, habe das einmal dort gezeigt und dann habe ich den Grafiker damit alleine gelassen. Somit habe ich dann quasi an dem Tag dann noch, habe an dem Tag dann die Bilder bearbeitet und hochgeladen ins DCX. Bevor ich aber das gemacht hatte, hatte ich dann halt noch mit Stefan das Gespräch, dass ja wirklich die Zeit langsam rennt und es wird knapp, wie lange ich noch da bin. Und ich würde ja eigentlich gerne probieren, die 12. Reportage noch hinzubekommen. Habe ihm dann meine simple Reportage genannt, die ich machen könnte. Er meint, das wäre halt wirklich nur was für ein Sommerloch. Und er eigentlich nicht so davon begeistert ist. Er denkt, das könnte langweilig sein. Soll die aber nicht probieren erstmal, sondern ich soll 2 andere Reportagen probieren und gucken, ob ich da einen Termin hinbekomme oder ob das klappt. Ja, da bin ich jetzt gerade bei. Schon ein paar Mails geschrieben. Als nächstes werden die Anrufe getätigt, weil, wie so oft, ist mir klar geworden, gerade in diesem Praktikum, dass Mails nicht immer einen weiterbringen bei Terminen, sondern man muss halt lieber anrufen oder persönlich hingehen. Ja, das heißt, an dem Mittwoch habe ich halt dann die Bilder noch bearbeitet und hochgeladen. Und das war es auch mit dem Mittwoch. Und halt nochmal Gedanken gemacht und recherchiert, was ich halt jetzt machen könnte, was ich angehen kann als Reportagen, die Stefan für okay gefunden hat, die Ideen. Am Donnerstag, das ist heute, da habe ich 2 Autofotos fertig gemacht. Einmal die vom Audi e-tron und die vom California, VW California, die ich am Montag gemacht habe. Jetzt fehlt nur noch der Jaguar, dann habe ich alle Autos durch. Genau. Und habe heute nochmal wieder weitere Gedanken gemacht, Mails geschrieben und recherchiert, was jetzt wirklich klappen könnte mit der letzten Reportage, und bin sehr gespannt, was es so wird. Ich halte euch auf dem Laufenden. Morgen am Freitag habe ich frei, habe ich Urlaub genommen, weil ich ja noch so viele Urlaubstage hatte oder auch Überstunden frei, deswegen morgen ist frei und da kann ich mich ransetzen an meinen Praktikumsbericht. Genau. Das war's mit Woche 22. Bleibt gespannt, bis zur nächsten Woche, was da wohl so passieren wird. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende oder hoffentlich hattet ihr ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Über ein Like, ein Abo oder einen Kommentar würde ich mich sehr freuen. Ciao!